Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zum vierten Stocker Racing Cup 2020 bei sehr windigen Bedingungen heute. Wir haben 59 Starter in den vier Klassen am Start und dürfen uns daher auf spannende Rennen freuen. Es geht immer näher zum Saisonende, das heißt, alle Punkte sind heute wichtig und daher schauen wir jetzt rein in die Highlights des vierten Stocker Racing Cups 2020. Viel Spaß! Der Jugendklasse, in welcher sich 9 Stocker-Talente in 2 Vorlaufgruppen duellierten, hieß das Kräftemessen wie schon die ganze Saison lang Nico Monschein aus Fernitz gegen Alexander Gscheider aus Buchberg. Die beiden Honda Civic-Piloten holten jeweils alle 3 Vorläufe, was also wieder ein packendes Finale versprach. Und in diesen setzte sich wie auch am dritten Renntag Alexander Gscheider durch. Seine beste Rundenzeit war um 2 Zehntelsekunden schneller als jene von Nico Monschein und bescherte ihm damit nicht nur den Final, sondern auch den Tagessieg. Platz 3 ging an David Güttel, 4. wurde André Haider und 5. Jasmin Huber. Also heute ist ziemlich steil gegangen und habe Lauf zu Lauf immer bessere Zeit gehabt und jetzt halt wieder, ja, taugt mir. Und wie war der Kampf gegen Nico Monschein heute? Ja, man weiß, dass er nicht schlecht fährt und ja, er ist auch ziemlich stark gefahren, aber es waren dann da ein wenig was auseinander. Ich gratuliere mit Nick auch recht herzlich und allen anderen auch. 8 Teilnehmer hatte die Heckklasse diesmal zu bieten. Dass auch hier der Sieger des ersten Vorlaufs Matthias Rumpler hieß, hatte den Grund, dass der Grafenbacher neben einem VW Golf in der Saloonklasse auch einen Opel Omega bei den Hecktrieblern zum Einsatz brachte. Rein sportlich hieß der Hauptdarsteller in Vorlauf 2 Titelverteidiger Roland Hoffmann. Der Wiener fuhr eine halbe Sekunde vor Cup-Organisator Gerald Kollertz über die Ziellinie und sicherte sich 15 Siegerpunkte. Mit diesem Sog im Rücken war Roland Hoffmann auch im dritten Vorlauf nicht zu biegen und nahm diesen Flow auch ins turbulente Finale mit, in dem zuerst ausgerechnet Gerald Kollertz und Sohnemann Florian Kollertz kollidierten und dann wieder Roland Hoffmann als Sieger feststand. Das grande Finale war dann quasi eine Replik des ganzen Tages. Roland Hoffmann gewann mit 11 Sekunden Vorsprung auf Florian Kollertz und holte in ebenso überlegener Manier den Tagessieg. Dritter im Grande Finale wurde Marco Baumann, Platz 4 ging an Anton Bock und Platz 5 an Matthias Rumpler. Mit insgesamt 6 Fahrern konnte diesmal die Formel 2 aufwarten. Und es waren durchwegs bekannte Gesichter, die sich in die jeweiligen Siegerlisten eintragen konnten. So entschied den ersten von 3 Vorläufen der Meister des Jahres 2018 Markus Lechner für sich. Der Grafenbacher lieferte sich ein hartes Duell mit Rundstreckenarzt Bernd Herndlof aus Wiener Neustadt, dass er um 3 Zehntelsekunden für sich entschied. Vorlauf 2 ging an den Vizemeister des letzten Jahres Paul Bierl aus Seibersdorf. Und im dritten Qualilauf hatte abermals Markus Lechner die Nase vor Bernd Herndlofer. Die Entscheidungsphase begann mit 2 Überraschungen. Zum einen, dass Favorit Markus Lechner plötzlich wegen eines Defekts am Fahrzeug im Finale fehlte. Zum anderen, dass dieses mit dem Glocknitzer Johann Ritzinger einen überraschenden, wenngleich nicht unverdienten Sieger hervorbrachte. Im Grande Finale hatte Lechners Crew den Schaden behoben und so war der Meisterschaftsführende also wieder dabei. Der Showdown musste nach einem spektakulären Überschlag des Pottendorfers Arthur Kratochwil jedoch ein zweites Mal gestartet werden. Erst dann ging alles reibungslos vonstatten und Markus Lechner durfte doch noch lachen. Zwar ging der Tagessieg an Bernd Herndlofer, doch in der Gesamtwertung baut Lechner seinen Vorsprung weiter aus. Platz 2 im Grande Finale sicherte sich Bernd Herndlofer, 3. wurde Paul Bierl und auf Platz 4 kam Bernhard Ritzinger ins Ziel. Ja, der ganze Renntag war ein bisschen durchwachsen, muss ich ehrlich sagen. Wir haben ein bisschen Probleme gehabt, den ganzen Tag schon, mit der Schaltung. Ich habe die Gänge nicht richtig eingebracht, beim Fahren schon, wenn der Motor rennt und das Getriebe rennt. Aber am Stand ist es leider nicht möglich gewesen. Jetzt habe ich dann zwischendurch einmal sogar einen Schaltknüppel in der Hand gehabt. Deswegen habe ich beim A-Finale auch nicht fahren können. Hat mir aber dann die Pole-Position im Grande Finale verschafft. Die Vorläufe waren super. Einmal 3. und 2. erster, also geht eigentlich eh fast nicht besser.
Ja, und jetzt im Grande Finale die Pole Position einfach verwandelt und den Sieg heimgefahren. In der Salunka-Klasse waren wegen der Anzahl von 26 Startern wie schon gewohnt wieder drei Vorlaufgruppen vonnöten. Die heiß umkämpften Vorläufe gingen in Gruppe 1 an Matthias Rumpler sowie zweimal an Lukas Troll aus Hausbrunn. In der Gruppe 2 gewann zweimal der letztjährige Jugendchampion Michael Kindl aus Puchberg im Honda Civic und erstmals Michael Marker aus Neubau. Und in der Gruppe 3 gab es mit Martin Gradwall aus Bad Erlach einen dreifachen Sieger. Die Finalphase brachte zunächst einen Sieg des Mützzuschlagers Marcel Burkhardt im B-Finale und dann einen Triumph von Michael Kindl im A-Finale. Das anschließende Grande Finale musste aufgrund von Drehern mehrmals abgebrochen werden. Nach 5 von 12 Runden kam der erste Abbruch, weil Marcel Burkhardt brutal in die Bande gekracht war und mit seinen Boliden mitten auf der Strecke liegen blieb. Der zweite Anlauf dauerte aber auch nicht lang, weil erstens Marius Scherz nach einer Kollision auf dem Reifenstapel am Rand feststeckte und zweitens während der Wartezeit zur Bergung der Motor von Michael Eckers Boliden so heiß wurde, dass dieser in Flammen aufging. Doch dann sollte es klappen und es konnte letztendlich Lukas Troll als Grande Final und Tagessieger jubeln. Platz 2 ging an Kevin Troll und Platz 3 an Matthias Rumpler. Vierter wurde Raphael Steiner. Schon harte Gegner gehabt, schweres Rennen, aber sieht man jetzt zum Glück, dass ich es gewonnen habe. Ne?